Das Spiel ist noch nicht fertig. Na, denk dran. Das Ganze wird es auch wieder auf Deutsch bestimmt geben. Das ist jetzt, müsst ihr das jetzt sehen wie eine Demo. Na? Okay. Seid ihr bereit? Ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin. Diese schelmische Vorfreude im Gesicht. Ja, es ist so gut. Choose language. Yes. Settings. Ja. 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 Gibt's nur im Moment Englisch? Jupp. Hat sich das jetzt gedingsbumst? Ja. Und los geht's. Start new game. Are you sure you want to start a new game? Yes, of course. Gibt's ein Intro? Bitte auf Polnisch. Authentisch und so. Also, es ist wie im ersten Teil. Du musst dich erstmal aufskillen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Oh mein Gott, Déjà-vu, Leute. Oh mein Gott, seht ihr alles? Ja, ne? Oh mein, okay, die Qualität ist schon mal mega, mega geil. Wow. Pick up the flashlight. Wo ist die Flashlight? Mein Freund. Okay, hier sind immer noch die Items drin. Hier ist das noch drin. Alles klar. Warum sehen wir auf einmal so aus? Ich fand uns eigentlich gut, so wie wir waren. Hier sind die Notes von unseren Leuten, die wir rauben müssen. Wollen wir da mal rangehen? Okay, listen up. You better do what I say. Unless you want me leaking your stuff all over the internet. Move past the camera and find the flashlight. Should be in the garden somewhere. Oh my god. Okay. I use a flashlight. You were caught by the camera. Ach so, ich muss nicht. Ach so, ich darf nicht caught by the camera. Yes, yes. Ich such die Flashlight. Boah, ist das geil gemacht. Das ist ja nochmal was. Was ganz anderes. Als im ersten Teil. Is out of town, so the house is yours to rob. Just don't forget to take the big cardboard box and shove it into your car before you leave. Versteht ihr? Wir müssen jetzt was mitnehmen aus dem Haus. Können wir den Burger auch essen? Oh Leute, das ist voll realistisch gemacht jetzt, auch hier mit dem Gewackel und alles, ne? Wir sind gerade. Das ist ja wie. Jetzt kommt der Geist, Leute. Jetzt kommt der Geist. Da ist nur eine Hose drin. Der Geist kommt. Das ist so gut gemacht.
Wir haben ein Note. Notiz für Kuriere. Ich werde nicht zurück sein bis zum Ende des Jahres. Lass die Sachen alle im Haus. Lock the door. Fäll mal die Tür. Also mach die Tür zu, schließ die Tür zu. Wenn ihr nicht die Türen zuschließt und irgendetwas ich vermissen werde, wenn ich zurückkomme, werde ich euch finden und ihr wünscht, ihr werdet nie geboren. Beste Grüße, Justin. Ja, pass auf, gleich geht's ja los. Jetzt haben wir schon mal was mitgenommen. Was ist das? Komm. Komm schon. Oh, Geld! So, was sollen wir machen? Worum geht's? Ach hier, das Package. Wo steht eigentlich unser Auto? Kann ich das jetzt wieder hier raus flippen? Oh, das wird spannend, Leute. Justin Bieber, wo so wohnt er? Spreche in das Buch. Normalerweise komme ich auch hier raus. Aber dafür habe ich nur nichts, ne? Ich muss noch mal rein und den Key finden. Diese Gabel, gell? Na, da geht's raus, mein Freund. Wir wollen ja nur nicht raus. Merkt ihr das? Ja, das ist der Klausimulator. Merkt ihr das? Oh! Das ist so wie im ersten Teil, nur noch viel, viel realistischer und interessanter. Ich glaube, hier werden wir unsere Problemchen haben, wenn wir Pech haben. Kann ich die Uhr mitnehmen? Geil. Kannst du nicht mitnehmen. Wir müssen einen Schlüssel suchen. Vielleicht. Töpfe. Ich denke auch wieder zu kompliziert. Lockpick haben wir noch nicht. Den Key Richards. Ja, den suchen wir gerade. Was ist da drin?
mitnehmen. Klopapier auch noch? Nee, sonst habe ich nichts. Da draußen liegt auch nichts mehr, ne? Find the gate key. Ich finde den aber nicht. Boah, sieht das krass aus, oder Leute? Wenn ich ein Haus hätte, würde ich auch überall Geld verteilen. Ja, das ist normal in dem Spiel. Das ist normal. Und Alexander und Gunnar, Prost! Plong! Ich war jetzt eine halbe Stunde AFK duschen. Hast du dich wieder etwas beruhigt oder muss ich die Behörden in Hanau anrufen wegen eines bevorstehenden Amoklaufs einer Familienmutter? Nee, es geht! Es ist wieder alles in Ordnung, Racker. Unterm Fußabtreter. Oh, das ist auch eine gute Idee. Das ist ja eine gute Idee. Nee, da kann ich nichts machen. Aber seht ihr, was das für ein Fußabtreter ist? Das ist ganz normal A20-Paddel, ja. Nee. Nee, hab ich nicht. Hab nur die vier Gegenstände. Hab nur die Flashlight. Nein, kein Key. Kein Key. Aber dieselbe Fußmatte wie bei Phasmo. In der Küche war eine Schale. Ach stimmt, das kann ich ja auch noch mitnehmen. Schlüssel. Schlüssel, 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 Schlüssel. Hier hängt auch nichts, ne? In Hanau fahren die alle so, ja. Ach, stimmt, die Uhr. Licht. Können wir schlafen gehen? Komm, wir verstecken uns mal kurz. Guck, so sieht das aus. Im Thief-Simulator, wenn du dich jetzt versteckst. Wir müssen sehr dünn sein anscheinend. Dass wir da drunter passen. Sag mal, ich war doch auch in jedem Raum, ne? Im Sofa versteckt. Ich habe das Gefühl, der hängt irgendwo und wir laufen die ganze Zeit dran vorbei. Messer? Oder draußen, weißt du? Ach, wir können die Flasche Wein nicht mehr mitnehmen.
Hier draußen liegt sie auch nicht, ne? Müll rumwühlen können wir auch nicht. Und das können wir auch nicht benutzen. Wir können nicht mal climben. Wir kommen hier nicht raus, Leute. Okay, wo würde ein Dieb... Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Wo würde ein Dieb seinen Schlüssel verstecken? Die Wände absuchen, ja. Unterm Bett. Ja, unterm Bett konnte ich mich nur verstecken. Wir haben jetzt alles durchsucht. Alle Schubladen. Außer dieser Kasten, der kommt mir irgendwie so komisch vor. Aber da kann ich nichts machen. Guck, da kann ich nur zumachen. Brotkasten. Wäre auch noch eine Idee. Backofen wäre eine Idee. Hier sind auch nur Papiere drin. Ja, mal gewinnen. Ins Zimmer mit dem Bett beim Fenster. Ins Zimmer mit dem Bett. Ja, das ist die Kamera. Das ist die Kamera, die wird immer angezeigt. Hier bei den Regalen. Mir stehen anscheinend ganz schön auf dem Schlauch, hä? Da ist auch nichts drin. Das kannst du nicht mitnehmen. Ja, ja, ich weiß. In der Wäsche? Im Koffer? Hinter den Türen? Oh je, was ein Sturm. Komm, ich bleibe hier drin. So. Nein. Nein, hier haben wir alles gemacht, ne? Hier in der Dose. Vase. Vielleicht in der Vase, Leute. Vielleicht in der Vase. Das heißt... Wir müssen... Wissen wir nicht, was wir dafür kriegen, ne? Den Kalkulator, den schmeißen wir mal raus. Und jetzt haben wir Platz für die Vase. Nee, immer noch nicht. Jetzt? Ja. Jetzt haben wir Platz für die Vase. Hat die Vase irgendetwas gemacht? Nee, ne? Können wir die vielleicht kaputt machen? Pot? Im Pot vielleicht. Das kannst du auch nur droppen. Ist gewollt und Black Bay. Black Bay ist übrigens auch ein Online-Handel für Diebe, wo du dann... deine Schätze für viel Geld verkaufen kannst. Blumenkübel. Ich glaube, ich denke wieder ist auch gewollt und Black Bay, ne? Blumenkübel. Es wird langsam hell, ne? Können die Taschenlampe schon ausmachen. Nee.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist außerhalb der Schlüssel. Lass uns noch mal kurz gucken. Hier drin kannst du dich auch verstecken. Das kannst du normalerweise aufbrechen. Hier sind wir reingekommen. Dann könntest du noch hier in den Grill vielleicht, aber da kannst du auch nicht rein. Ich suche bei Steam nach dem Spiel und finde heraus, dass es für Teil 1 sogar ein DLC gibt. Ja, Selendes. Das Spiel ist geil. Ah! Und wir sind doof. Das Spiel ist geil und wir sind doof. Ist auch cool, oder? Wanted on Black Bay. Das ist nicht Wanted on Black Bay. Das könnten wir vielleicht auch nochmal droppen. Und dann können wir wieder die mitnehmen. So. Ich bin ein Vogel, ey. So, hier machst du mal schön die Tür wieder zu. Den Schlüssel haben wir. Mit Pfeilen markiert. Open the passenger door and place a box. Good job. Almost like you've done this before. Well, you know what I know. Drive out of the area. I'll see you at your house. Das ist geil. Wir haben es geschafft. Ach, Regen macht uns sneakier. Okay, auch interessant. You have leveled up. Ja, Mann. Oh mein Gott. Es ist wie im ersten Teil, nur grafisch halt krass. Obviously I was joking about the I'll see you at your house thing. That'd be too easy for you, wouldn't it be? Get the box into your beautiful little house and open it up. Just be careful with it. Also, wir wissen aus dem ersten Teil, wir sollten aufpassen, was in Boxen ist. In 300 Meter Wänden. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn da steht in 300 Metern Wind. Oh, das ist echt unser Haus? Das ist ja Wahnsinn. Ist das unser altes Haus, wo wir den Schlitten geklaut haben? Nee, das ist ein neues Haus. Nightwalker, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Oh mein Gott, es ist grafisch so krass. Okay, wir haben eine Werkbank. Wir können also wahrscheinlich auch wieder bald Autos auseinandernehmen oder irgendwas. Bin gespannt. Mit Sicherheit. Was haben wir denn für eine Karre? Der ganze Fortschritt ist was kaputt. Was geht ab? Danke, Grischi, für deine Hose. Oh, hier. Flasche Bier. Oha.
Aha. Das ist ja geil. Da haben wir wieder unseren Rucksack. Da können wir wieder unseren Storage machen. Hier. Weiß ich nur nicht, was man hier machen kann. Ja. Abbauen von Gegenständen. Rechnung zu bezahlen haben wir auch. Hier müssen wir die Box hintragen. Hier kannst du Musik hören. Oder auch nicht. Oha, hier kannst du sogar schlafen. Oh, hier ist unser... Boah, wir haben ein saugeiles Haus. Nicht so wie beim letzten Mal. Okay, also putzen hättest du ja mal ruhig können, ne? Dein Haus ist so schön und dann guck dir mal dein Bad an. Mann. Hallo Mikey Ping, dir auch ein frohes neues Jahr noch. Dankeschön. Unglaublich, oder? Nee, du kannst es ruhig. Du sollst es eigentlich dahin tun, mein Freund. Warte mal, nochmal kurz ablegen. Jetzt den Knife nehmen. Und jetzt? Oh, öffnen? Ne Drohne? Mein Backpack ist voll. Geil. Mikrokamera, geil. Kennen wir schon. Ich glaube, ich muss mich entleeren. Das, was du dir in Teil 1 erarbeitet hast, das ist jetzt die Belohnung mit dem schicken Haus. Ach so. Ja, das kann natürlich auch sein. So, dann tun wir erstmal alles da rein. Um ihn zu entleeren. Und nehmen mal die Drohne auf. I suppose it was a drone after all. I tracked the guy's courier deliveries and he ordered a fly-by light drone. I was right, yes. Keep it. It will help you in the process of making me rich. Get your ass on the PC and I'll walk you through some stuff you need to know. Then we talk business. Wir haben jetzt eine Drohne, wo wir vorab Dinge ausspionieren können, sehr wahrscheinlich. Oh, danke schön, Piratenkatze. Danke schön. Dir auch ein frohes neues Jahr noch. Computer. On Steel Gear, you can buy all sorts of equipment. Lockpicks, stethoscopes and whatnot. For now, just get a crowbar. Wir brauchen auf alle Fälle eine Crowbar. Bein. Great. Now, go and rob tips. There's plenty of information you can buy there about houses you will rob. Die ersten Tipps sind frei. Okay. Dann bauen wir mal die ganzen Informationen. Also wie ihr schon seht, das ist jetzt das Tutorial, aber wir kennen es ja schon. Du kannst also hier verschiedene Sachen bauen, die du dann brauchst, um verschiedene Dinge zu tun. Zum Beispiel, du brauchst die Crowbar, um Schlösser zu öffnen. Dann kannst du aber irgendwann auch zu dieser Lockpick kommen, ne, um halt besser Schlösser zu öffnen. Und dann gibt es immer anderes Zeug. Mikrokameras verschaffen dir die Möglichkeit, die Umgebung auszukundschaften. Mit der Climbing Gloves, also mit den Kletterhandschuhen, kommst du zum Beispiel an Gebäuden hoch oder sonst irgendwie was. Also da ist schon viel dabei, ne? Ein Glascutter kommst du dann übers Fenster rein und so weiter und so fort. Es gibt auch hier ein Hacking-Tool, da schaltest du dann alles, was in der Umgebung ist, zum Beispiel aus. Na? Dann hast du hier diese Rob-Tipps, wo man
Informationen kaufen kann, damit es dir leichter ist, bessere Beute zu finden oder einen besseren Eingang zu finden, um da reinzukommen oder sonstiges. Also durchweg Informationen. Auch bei Black Bay kommen wir noch nicht rein. Bei Black Bay kannst du halt richtig geile Sachen verkaufen, die du findest für viel Geld, die von anderen Dieben geordert werden. Und deren Rest ist uns nicht bekannt. Sie klaut ein Buch mit dem Titel Wenden in Zügen. Wie geht es richtig? Na, jetzt steht hier zum Beispiel There's a broken fence behind the home. Also wir wissen jetzt, dass es ein zerbrochenes Fenster gibt hinten dran. So, pass auf. Das Badezimmerfenster ist offen. Treppenhaus ist leer. Check out Black Bay. You can sell items you stole through. Und Alarm ist im Badezimmer. So, Black Bay, das sind wir jetzt richtig. Bei Black Bay, wie gesagt, werden Dinge halt, kannst du jetzt verkaufen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel schon Frying Pan Teapot und dafür kriegen wir $75. Oder wenn wir den Toaster haben und den Mixer, den haben wir jetzt nicht mitgenommen, würden wir $300 kriegen. So. Wenn wir die Headphones haben und noch den Stick, kriegen wir $450. Was ist denn das? Ach, ein Telefon, noch ein Phone und noch ein Phone kriegen wir 1000. Also du kriegst für diese Geschichten viel Geld und auch sogar ein iMac ist wieder dabei. Okay, sehr gut. Und die Vasen. Siehst du, ich hätte die ganzen Vasen mitnehmen können. Und dafür kriegst du halt viel Geld. Und den Rest verkaufst du beim Trödelhändler. So, jetzt gehen wir zu Hell Neighbor. Da hat er uns gerade erzählt, da kriegst du zusätzlich Aufträge, wo du zusätzlich noch Belohnungen dann dafür bekommst, aber es ist aber dadurch gefährlicher. Zum Beispiel irgendetwas mit der Crowbar kaputt machen. Das hatten wir auch im ersten Teil. Entweder da war dann zerschmettere Geschirr oder mach den Fernseher kaputt oder sonst irgendwie sowas. Und das kannst du natürlich noch zusätzlich accepten und dann kriegst du noch Geld dazu. Hier steht zum Beispiel, dass wir ein paar Dinge kaputt machen sollen. Dafür kriegen wir $250 und ein Fenster zerstören kriegen wir $300. Das heißt aber, es werden Leute angelockt. Es kann sein, dass die Polizei kommt. Wir müssen uns verstecken. Wir akzeptieren das mal alles. So, und bei Drohnentechnologie... Die kannst du upgraden, okay. Wir wissen aber noch nicht so ganz, was die alles kann. Sehr wahrscheinlich, wie gesagt, können wir so steuern. Distanz 25 Meter. Gut, wir haben jetzt $60, da können wir nicht viel mit anfangen, so ist das Leben. Ja, Mann. Hold Q to open the selection menu. Alles klar. I hold Q. Guck, jetzt haben wir unsere Crowbar. Geil. So. Wir haben... Sollen wir das jetzt schon machen? Oder wollen wir uns nach dem ganzen Zeug richten? Ah, Drohne ist auf G. Und Komplize 102 Job ist jetzt. Ja, wir machen das mal nicht, dass wir wieder das Tutorial kaputt machen. So. Dann raus mit dir. Jetzt müssen wir wieder Dummheiten machen. Also Pulser, Servus. Na, alles klar? Müssen wir wieder Dummheiten machen. Bevor wir Dummheiten machen, nochmal kurz Stammtisch. Klong. Oh ja, Jana. Gerne. Und dann reisen wir dorthin.
If the police will be called too many times, you manage to escape. Okay, wenn die Polizei so zu oft gerufen wird, müssen wir versuchen zu fliehen und ein anderes Mal dorthin zu kommen. Dieses Zeichen, das hatten wir auch schon im ersten Tag gehabt. Ne? Es gibt sogar Hunde. Es gibt im zweiten Teil Hunde. E-Mail welche rüber. Danke, Jana. Ja, sehr schön, Pulser. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Guten Tag. Konnte man nicht auch irgendwann mal von... Achso, von oben? Von oben gucken? Ah ja, genau. Hier, so ist doch schön. So ist es doch wunderschön. Ja, Karl-Heinz. Entschuldigung. Wir fallen, glaube ich, voll auf, ne? 102. Fahr mal rückwärts. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, das ist eine Steuerung. So machst du das gut. Stört bestimmt nicht, wenn du da einparkst, oder? So. Guten Tag. Was muss ich machen? Muss ich das alles smashen, was da leuchtet, oder was? Oha. Das Klo muss ich ja kaputt machen. Nee. Oh ja, Hunde sind fies. Oh ja. Mach lieber die Ego-Perspektive, dann sieht man nicht die grässliche Karre. Wir wollen ja immer noch auch Geld mitnehmen. Die Vase ist gefragt. Ist da wieder nichts drin? Ach, Junge. Das Bild. Geht nicht. Ist was anderes. Das muss ich kaputt machen. Okay. Warte kurz. Der Teapot. Flasche Wein. Fenster muss ich auch kaputt machen. Ja, ja. Ich muss erstmal die Lage kundschaften hier. Die Lage auskundschaften. Hier kann ich mich verstecken. Hier kann ich mich verstecken. Okay, was soll ich da kaputt machen? War da mal was drin? Da war doch irgendwo Geld drin, ne? Klo kaputt machen. Ja. Hier war Geld, ne? Müssen wir natürlich mitnehmen. So, es ist natürlich jetzt Tag, ne? Doch, wir müssen wirklich das Klo kaputt machen. Time to put the drone to some use. I suggest going to 103 around 3 in the morning.
They should be asleep by then. And it's close to the waking hours, so you might find out when they leave the house. Ich muss um 3 Uhr früh die Drohne bei Haus Nummer 103 loslassen. Destroy the window. Smash a few things. Das ist jetzt rot. Das nehmen wir noch mit. Aber ich habe doch gar kein Window destroyed. Gunnar. Das machen wir auch noch kaputt. Klar. Guck, für das Haus interessiert sich kein Mensch. So, pack das mal weg. War da noch so ein bisschen Loot zu sammeln? Oder Geld? Ich hab was vergessen, gell? Wie viel Uhr haben wir denn? 16.15 Uhr. Ich muss nochmal da kurz rein. Irgendwo war noch Geld. Hier ist noch der Taschenrechner. Irgendwo war doch noch Geld. Hier. Da liegt nichts Neues drin, gell? Okay. Dann go. Die nett zumachen. Du sollst raus. Loot, baby, loot, loot. Ja, Mann! Fuchsgang, Prost! Klong! Hallo Mücke, Servus! Die habe ich, glaube ich, mitgenommen, oder? Meinst du eine andere Vase? Ach, die! Ja, richtig, die brauche ich auch, da hast du recht. Da hast du recht, Dankeschön. Do not enter. Also, bis 3 Uhr früh. Bis dahin können wir ja ein bisschen auskundschaften, die Lage. Gott, ist das schön gemacht, ha? Das Haus Nummer 3 ist nebenan. Das wären wir, glaube ich, sogar rübergekommen. Die sind. Da ist auch gerade jemand drin. Ja, ja. Also, wir müssen erstmal die Routine von den Hausbewohnern kennenlernen, bevor wir da überhaupt reingehen. Das ist jedes Mal so. Also, jedes Mal, wenn du vor so einem Haus stehst, steht davor. Ob du. Guten Tag. Ob du den Alltag von den Leuten kennst. Hier steht, eine Person ist in dem Haus. Wir wissen aber noch nicht, in welchem Raum sie ist und wann sie geht und wann sie kommt. Hallo Aileen, guten Morgen. Kann man das noch sagen? Frohes Neues. Ja, aber der ist noch nicht draußen. Der ist noch nicht draußen. Loot, Baby, Loot. Jemand. Learning Habits. To learn, look at them directly, press the mouse. Okay. Okay, den haben wir ja wahrscheinlich jetzt hier in unserer Box. Da haben wir die Drohne, die müssen dann equippen. Ah ja, das kriege ich immer hin. Aber das müssen wir um 3 Uhr früh machen. Und bestimmt nicht auch auf der Hauptstraße. Von daher mal gucken, ob wir in unserem Auto auch immer noch schlafen können. Engine on off. Scheint nicht so zu sein, ne?
So, wir tun hier mal Dinge rüber. Das noch. Den Rest müssen wir behalten. Können wir hier immer noch pennen? Nee, leider nicht. Das Auto ist anscheinend zu klein zum Schlafen. Schade. Früher konntest du in deinem Auto schlafen und die Zeit vorspulen. Vielleicht geht es ja noch irgendwie. Hahaha, Eileen, super. Also ich hätte ja dann eine Idee, ne? Kann ich immer nur da drüber klettern, ne? Schade. Warum muss es denn 3 Uhr früh sein? Wenn er schläft, weil es vielleicht zu laut ist, ne? Kann ich mich schon skillen? Ein Point habe ich ja, ne? Lockpicking. Ja, Mann. Möchte ich lernen. Normalerweise gibt es natürlich noch viel mehr Skills. Aber, ne, denk dran, es ist alles noch in der Mache bei dem Spiel. Ja, Mann. Hallo General Probe, Ian, ob das zum Prüfen bei Abschluss zum staatlich geprüften Einbrecher vorkommt. Ja, muss. So, es regnet. Das ist sehr gut. Das ist so krass, Anja. Ah, wir brauchen einen Lockpick. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Also, gut zu wissen. Use the drone. Aber muss ich die wirklich um 3 Uhr früh benutzen? Sprach für einen Freund. Anscheinend, ne? Weil ich sie jetzt nicht equippen kann. Ist equipped. Aha. Ach so, look at him directly, press the mouse scroll button. Ach so. Ist equipped. Von da oben. Drei Uhr soll das bestimmt sein, damit die bald aufstehen und aus dem Haus gehen. Ja, ja. Ja, wie im ersten Teil, ne? Deactivate Drone. Okay, hier kann ich nichts machen. Ist da unten jemand? Ich bin falsch, gell?
Hier oben ist nur ein Aussichtspunkt, ne? Fürs Fernglas. Das wird mir jetzt hier angezeigt. Ich muss den Kerl ja angucken, ne? Ich brauche einen guten Punkt. Vielleicht muss ich doch wieder da rein. Meter. Doch da lang. Ja, in der Mülltonne kann ich mich verstecken, wenn die Polizei kommt, Freak. Vielleicht hier. Aber ich kann nur rechts und links machen mit der Drohne. Nee. Hier steht ja, ich muss ihn direkt anschauen, ne? So wie damals mit dem, dass du ihn einfach anklicken musst. Jetzt brauchst du eine Drohne, damit das funktioniert. Also wenn ich ihn sehe, muss ich dann mit der Drohne anklicken. Ist ganz schön kompliziert, ne? Aber auch realistischer wie sonst. Sind wieder hier die Klettermeister. Vielleicht ist auch jetzt keiner drin, gell? Vielleicht kommt er um 3 Uhr wieder. Das sieht mir nämlich so aus. Reinkomme auf alle Fälle nicht. Ja, wir müssen halt jetzt die Drohne benutzen, ne? Ja. Ne, von hier sehe ich ein bisschen was. Sehr auffällig, oder? Guten Tag. Ja, ne? Spätschicht kann sehr gut sein. Ich müsste rein theoretisch nur hier warten, bis der wiederkommt, und dann kann ich immer noch gucken, wie ich den... Nee, das ist er nicht. Und das Spiel wird halt, je mehr du deine Fähigkeiten geskillt hast, immer schwieriger, weil du teilweise in so krasse Häuser einbrechen musst, die mit Sicherheits-Karl-Heinzen bewacht ist, mit ganz vielen Sicherheitssystemen und so weiter und so fort. Also das ist richtig, richtig heftig. Und die Polizei ist dir halt auch als auf den Fersen, ne? Guten Tag. Ja, schöne Nacht, finde ich auch. Ja. Und dann musst du so krasse Sachen klauen, die du immer rausschleppen musst und nicht einfach in deinem Rucksack aufbewahren musst. Das ist echt heftig. Ich vermute mal, dass die Drohne bei Sichtkontakt in einen Verfolgermodus geht und den Typen dann überwacht. Genau, genau, Piratenkatze, ja. Normalerweise haben wir denjenigen, wenn wir einen entdeckt haben, der zu dem Haus gehört, den haben wir nur angeklickt. Und jetzt musste sehr wahrscheinlich halt, oder jetzt im Tutorial müssen wir halt die Drohne benutzen.
Ich habe manchmal auch einfach auf dem Gehweg gewartet. Ja, das ist das Schöne in dem Spiel. Das macht denen gar nichts aus. Und jetzt hast du auch noch Hunde. Oh ja, Pulsar, oh ja. Meinst du, wir können dieses Mal... im ersten Teil, weiß ich noch, da wollte ich des Öfteren mal so einen Sicherheits-Karl-Heinz mit der Brechstange eine rüberhauen. Ich glaube, in dem Teil kannst du es sogar. Du kannst also auch Leute bewusstlos schlagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du alles mit den Hunden machen kannst. Aber es ist möglich, ne? Also du hast viel mehr Möglichkeiten. Ja, Hunde. Ist ja auch realistisch. Also es ist alleine schon grafisch sehr realistisch. Dieses Gewackel, während er geht, weiß ich noch nicht, ob mich das jetzt stört. Dass es ein bisschen zu sehr wackelt. Kann man vielleicht auch ausmachen. Grafik-Settings vielleicht. Shadow-Qualität. Das kannst du bestimmt ausmachen, oder? Ach, Motion Blur. Geh mir doch fort. Wie sieht denn das jetzt aus? Oh, das finde ich schöner. Na, jetzt ist nicht mehr so krass Gewackel am Start. Ja, das ist schön. Hallo Yuki. Herzlich willkommen. Juhu. Hallo. Und vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Oh, oh, das war aber knapp, mein Freund. Das war aber knapp. Fast hätte man einen Hund gesehen. Gunnar. Da muss man dann bestimmt irgendwie Köder hinlegen, damit die Hunde nicht riechen. Könnte mir vorstellen, dass die einige coole Aspekte bringen könnten. Ich glaube auch. Nicht unbedingt vergiften, aber wenigstens, dass sie mal kurz schlafen, ne? Die Hunde kannst du füttern mit deinem Arm und Hintern. Hallo Exemplar, guten Morgen. Ja, ist doch egal. Man lebt nur einmal, Exemplar, oder? Kein Stress machen. Guten Tag. Sind Sie hier der Straßensheriff? Ist es alles in Ordnung? Ich bin der Neue hier. Ich überprüfe die Gegend, ob auch alles in Ordnung ist. Wie bei Kevin allein zu Hause, verkleideter Polizist. Fahren Sie weg! Wie lange fahren Sie denn weg? Aha. Es wird alles gut gehen. Wir kümmern uns um ihr Haus, während Sie verreist sind. Keine, wie das andere Menschen sehen, aber ich laufe nicht so schnell durch die Gegend, dass die Sicht verschwimmen würde, wann die sich mal abgewöhnen und das als Opt-in behandeln. Ich schalte Motion Blur immer ab. Ja, ich auch. Ich auch. Sehr gut, Yuki, sehr gut. Bist du schon beim ersten Teil durch? Ja, du kannst dich halt. Du kannst dich hier hinten ist ein Mülleimer verstecken. Du kannst dich hier in dem Mülleimer verstecken. Oh. Nein, du kannst Automaten hacken. Oder du rennst halt raus, ne? Das heißt, da, wo die gestrichelte grüne Linie ist, da bist du dann auch draußen. Hast aber dann deine Beute verloren, die du im Auto hast. Es gibt auch ein Restaurant, eine Bank, die man beklauen kann. Interessant. Also du kannst doch wieder da hinten sehr wahrscheinlich ein...
Oh, da steht auch, glaube ich, ein Sicherheits-Karl-Heinz. Guten Tag. Container? Baustelle? Da waren wir gerade. Das ist auch ein ziemlich krasses Haus. Oh, das ist auch ein größeres. Mit Hund! Oh, ich hoffe, wir kriegen noch die Hunde-Challenge. Oh, wie gut. Guten Tag. Das ist die Neighbor Watch. Die haben die bestimmt schon gegründet, nachdem man im ersten Teil alles ausgeräumt hat. Ich meine, aufgeräumt. Ja. Irgendwas ist hier um 3 Uhr. Wir bleiben hier mal stehen. Das ist auch so ein Wachhäuschen. Wir bleiben hier mal stehen. Hier geht gleich was los. Ich probiere es erstmal auf normalem Weg und dann versuchen wir die Drohne. So, was passiert jetzt? Ach, wir sind immer so weit. Ach so. Ach so. You are too far away. Ach so. Okay, die kannst du benutzen. Wieso liegt denn die da jetzt? Guten Tag. Ach so. Das hat aber lang gedauert. Kann ich auch irgendwie runter? Mit dem Ding? Nee, ne? Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? Dankeschön, Soft Eyes. Schönen Tag dir, bis morgen. ...43 nur noch Batterie. Ich glaube, der ist auf Arbeit. Na, das war dann zu hoch. Nee, es war, ist schon auf der Straße unten, glaube ich, richtig. Huch! Da ist ein Loch. Vielleicht doch die Leiter. Nee, jetzt bin ich nur hier drin wieder, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt die Drohne benutze? Da liegt der doch drin da, der Babsack. Habe ich doch gesehen. Hier, da. Da liegt er drin. ...34%. Und wie kriege ich den jetzt? Ja, finde ich auch, Aline. Ja. Da stimmt was nicht.
ist, weil ich keine Geduld mehr habe, mein Freund. Jetzt habe ich ihn. If you haven't already, level up and learn a lockpicking skill. Once you have that done, buy a basic lockpicking tool on your PC. You'll need it to break into 103. Gut. Das heißt, wir können zurückfahren. Ist er rausgekommen? Ha! Okay, blau bedeutet, weiß ich noch nicht. Rot bedeutet, auf keinen Fall. Und grün heißt Suppe. Gönn dir, Gwen. Ach so. Ja, danke, danke. Muss ich erstmal das ganze Zeug rausholen. Dab, 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 dab. Close. Oh, haben wir Post? Nee. Guten Tag. So, wie viel können wir denn noch aufnehmen hier? Den Toaster brauche ich noch. Den Teapot kann ich hier noch aufnehmen? Nee. So, jetzt gehen wir erst einmal. Guten Tag. Ah nee, das war ja das fürchterliche Bad, ne? An den Computer. Und gucken erstmal bei Black Bay, dass wir Dinge verkaufen können. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Frying Pan und den Teapot und können das verkaufen. So. Das haben wir noch nicht completed. Und das haben wir auch nicht completed. So. Destroy the Garden Gnome. Ich soll den Gartenzwerg destroyen. Ja, klar, mache ich, mache ich. So. Show Upgrades. Oh, die sind aber teuer. Die sind aber teuer. So, jetzt brauchen wir eine Lockpick. Und das ist erstmal die Basic. Oh, $745 haben wir. Die Basic Lockpick. Oh, da ist es ja. Guck mal hier. Hundefleisch. Aha, Sister. Also, haben wir auch gemacht. Try to pick a lock at your house before you go unlocking people's doors. Practice is the key. Schon wieder durchgefallen. Das ist fies. Das kennen wir auch vom Gasstation Simulator. Es ging aber im ersten Teil einfacher. Ich hoffe, Aileen, die ist wieder aufgeladen, wenn ich jetzt wieder losfahre. Automatisch. Ich hoffe es. Er lebt in einem Haus. Ah gut, da hat er im ersten Tag genug Kohle gesammelt. Ja. Oh Gott, das ist ja Millimeterarbeit. Ey Leute, macht's nicht so kompliziert.
Boah, viel zu kompliziert. Time to snatch another courier delivery. Go to 103 and steal a black package. Then send it to me via black bag. I would advise breaking in when the house is empty. Gut, wir müssen 103 eine schwarze Tasche klauen. Boah, jetzt ist aber was los. Wollen wir vorher mal zum Händler fahren, ein bisschen Sachen verkaufen? Also ich hoffe echt, die ist wieder aufgeladen, ne? Wow. So, was haben wir denn alles dabei? Die kann ich verkaufen. Nee, die Vase kann ich nicht verkaufen. Die Vase war ja gewollt. Die Vase lasse ich hier. Das kann ich noch verkaufen. Die Glocke kann ich verkaufen. Die lasse ich hier. Den Wein kann ich verkaufen. Ja, das verkaufe ich alles noch beim Händler. Juhu, Onkel Bandit! Na, alles klar. So, zum Pornshop. Nee, das ist viel zu kompliziert geworden. Ja, Mann, frohes neues Jahr euch auch. Seid ihr gut reingerutscht? Oh! Ist das immer noch derselbe Händler? Well, how about that? Hallo! Oh, Hallöchen! Wie geht es Ihnen denn? Na, den Toaster wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Nee, den Toaster nehme ich nicht. Der war noch für was gut. Der Toaster war noch für was gut, mein Freund. Den habe ich vergessen. Alles klar. So, weiter geht's. Ab in die Street. Where all comes down, you know, my friend. Wäre es nicht geil, dass bei dem Eingebrochenen, während er irgendwo einbricht, eingebrochen wird? Ja, Mann. Ja, Mann. Bei uns auch, Onkel Bandit. Bei uns auch. Alles in Ordnung. Ah. Moinsen Gecko, dir noch ein schönes neues Jahr. So, wo müssen wir hin? 103. Oh, Berlin in Silvester, ja. Silvester in Berlin. Das ist ja geil. Und wie war's? Warum? Oh, Entschuldigung. Boah. Hallo? Your English is one wall free, yes. Yes. The yellow from the egg. And my own parking also. Oh Gott. Der ist gleich hin. Kann ich hier stehen bleiben? Könnte Dekoration sein.
Das hört sich ja geil an. Silvester in Berlin. Ich sag nur Fahrschule. Oh, geil, Bandit, geil. Was ich da treibe? Och, nix. Kann ich den Karl-Heinz? Jetzt noch mal droinisieren. Droinisieren. Das hört sich auch gut an, ne? Huch. Raff's gerade nicht, ne? Warum geht denn das jetzt nicht hier? Warum will denn das jetzt nicht funktionieren? Was ist mit meinem Auto? Warum steht da minus 78? Ich thronirisiere, ja. Darauf ein Schnaps, oder? Cerberus, Prost, herzlich willkommen. Gwen, Adunga, Matze und Nadine, Prost. Alexander und Freak. Ich habe keine Ahnung, das sieht so aus, als ob der abgehauen ist, ne? Also das mit dem Lockpick, das verstehe ich nicht mehr. Ich finde das teilweise zu kompliziert. Hoffentlich kommt er hinten nicht rein.
Problem. Hallo Mimi, Grüße zurück, schön, dass du da bist. Hallo Heiko, Servus. Meinst du, weil es jetzt regnet, hört er mich nicht? Könnte ich mal probieren, gell? Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber wir haben eine neue Mission. Und wir können pickpocket every person and find out what they hide in their jeans. Oh. Wir können jetzt lernen. Nee, dafür brauchen wir 2 Punkte, ne? Oder? Ne, 3 Punkte. Wir haben nur einen. Das ist das Nächste, dass wir wissen, was die Leute in ihren Taschen haben. Was haben wir eigentlich in unserer Tasche? Ein damaged phone. Ja, das können wir vielleicht auch noch verkaufen. So, mal gucken hier. Ein damaged phone. So, nochmal ein... Wer macht eigentlich hier immer die Türen zu? War mal in der Zwischenzeit die Putzfrau da, oder was? So. Black Package, das ist das. Die Kopfstatue. Knock out the guard! Nein! Klar machen wir das. Und wie wir die ausnocken hier. Wir haben ganz schön viel Geld, ne? Warte mal kurz, das können wir eigentlich noch kaufen. Mikrokamera wäre natürlich auch nicht schlecht, aber noch besser wäre es, wenn was dabei stehen würde, was man damit machen kann. Die Climbing Gloves, die sind eigentlich sehr, sehr wichtig, um halt über, also auf alles zu klettern, was halt geht, ne? Können wir doch auch mit unserer Crowbar, können wir doch auch auf jemanden draufhauen, oder? Oh Mann, ich sag dir, es wird heute immer besser. Immer besser wird's. Undiscovered. Der Herr Wilson. Wilson! Müssen wir auch noch auskundschaften. So, ach, der Toaster ist trotzdem noch drin. Oh, dann tu den doch mal raus. Dann tu den doch mal raus. Den müssen wir doch auch noch verkaufen hier. Der Toaster. So. Habe ich was in der Post? Nee. Sehr gut, Gwen. Mega.
erschreckt mich schon nicht so. Du Babsack. Sitzt der immer noch da vorne? Ja, Batterie ist wieder geladen. Ja, der ist im Haus. Im Haus ist er. Aber ich kann ihn nicht anklicken, ne? Huch! Was ist denn hier passiert? Hier gab es einen Unfall. War aber nicht meine Drohne, oder? Okay, go. Ich muss auch in die 104. Aber hier muss ich halt auch rein, ne? La la la. Ich bin zu laut, ne? Echt? Ich habe die Laterne umgeflogen mit meiner Drohne? Muss ich die jetzt jedes Mal neu kaufen? Ja, Mann! Viel Spaß im Lurk! Also das da ist mir nicht ganz koscher hier. Da stimmt irgendwas nicht. Und den Sicherheitskanal, das muss ich alle rüberhauen, ja? Bin ich wahrscheinlich auch noch nicht in der Lage dazu. Brauche ich auch wieder Lockpick. Gut, das bedeutet, man muss also jedes Mal die Lockpicks neu kaufen. War, glaube ich, im ersten Teil aber auch. Wenn du das billige, die billige Lockpick hast, dann konntest du, da musstest du die immer wieder neu kaufen. Ich kann mich vage dran erinnern. Auf der Map gibt es gerade keine, nee, keine Parkplätze. Das wird eine teure Geschichte, Leute. Das wird eine teure Geschichte. Das wird eine teure Geschichte. Kefko, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ja, 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 ja. Oha. Hallo Manuel, servus. Na, alles klar. We'll be right back.
So. Jetzt nochmal. Ich verstehe die Logik nicht mit der Drohne. Du musst nah dran sein, bis jetzt. Und jetzt aktivierst du die und siehst trotzdem nichts. Guck, da ist der Karl-Heinz. Jetzt macht er Sport. Aber ich kann es nicht machen. Guck, ich kann nichts machen. Gut, Manuel, wie geht's dir? Hä? Wo ist denn meine Lockpick? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch jetzt eine gekauft. Oder bin ich, sitze ich in einem Bug fest? Und täglich grüßt das Murmeltier, oder wie? Das ist schön, Manuel. Hä? Hier liegt meine Drohne rum. Eine gekauft. Sie ist nicht in meinem Inventar. Ist ja auch doof, gell? Ich weiß ja, was gemeint ist, aber meine Crowbar ist nicht drin, die ich gerade gekauft habe. Und das irritiert mich gerade sehr. Ja, die landet automatisch in deinem Rucksack. Normalerweise ist sie sofort in deinem Rucksack drin. Das ist alles sehr mysteriös. Hier ist auch nichts drin. Das ist alles sehr mysteriös. Wo ist meine Crowbar? Muss ich die vielleicht noch irgendwie ausrüsten, oder? Amazon Next Day Lieferung, ja, ja. Am Ende. Huch. Die Crowbar habe ich gekauft. Jetzt wäre ich hier drin. Nö. Ich will die jetzt nicht. Nochmal. Kaufen. Ich habe sie ja gerade gekauft. Wo landet die dann? Oder habe ich einen Bug? Nee, Freak, sowas gibt's eigentlich nicht, mit vergessen mitzunehmen. Oh, was steht denn da? Hey, I somehow managed to get your PC running after the disaster of yours. There was some kind of a Trojan. Oh, yay, yay. But my main point is, whatever website you visit, evaluate your life and never go there again. I can reverse the fact your files were stolen, but at least your PC is safe now. I just had to boot into safe mode and install an antivirus. That'd be $50 for my excellent service. Ja, ja, ob's glaubt, wird seelisch, du Babsack. Als ob ich ein Virus drauf hatte, du musst mal auf den Arme. So, und jetzt? Wie kriege ich jetzt die Crowbar? Kaufe ich nochmal.
Anders geht's nicht. So, ich kaufe die jetzt. Achtung. So, und wo ist sie jetzt? Nö. Nein. Ja. Jetzt ist es da drin. Achtung. Ich hab's jetzt immer im Rucksack. Jetzt hab ich's immer im Rucksack. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Außer sie ist auf einmal nicht mehr drin. Bei mir am Briefkasten, Piratenkatze, nee, da war nichts. Da ist nichts drin. Who let the dogs out? Who? Crowbar? Picking Tool. Guten Tag. So, jetzt. Es lieber vorher wissen, bevor man es gar nicht weiß. Boah, leck. Ja, das auch. Auf alle Fälle. Sonst, hast ein Problem, weißt du? Puma. Meine Fahrweise ist verdächtig. Ach, Quatsch. Ich glaube, der ist weg. Nee, ist er nicht. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Schon ein bisschen gespenstisch, wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht schon bei euch so war, gell? Oder? Also entweder warten wir, bis der Kerl aufwacht, dann haben wir ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster. Wo sind wir da, ne? Ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster. Entweder nur in dieser Zeit oder auch noch in dieser Zeit, wo wir rein können. Der Gartenzwerg ist gemacht. Das ist gemacht. Das hätte mir meine lebende Alarmanlage gesagt. Sehr gut, Varu. Hallöchen. Ich glaube, wir machen das. Schon ein bisschen gespenstisch, aber der Einbrecher kommt ja nicht rein. Aha. Na, du weißt ja nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann rein, wenn du nicht da bist.
Aber er kundschaftet schon mal aus, während du da warst. Weißt du? Also 7 Uhr out of house. Ich glaube, das machen wir. 7 Uhr. Jetzt haben wir 21 Uhr. Ich glaube, das machen wir. Ich brauche mehr als ein Lockpick. Frage ist, kann ich jetzt immer mal im Auto schlafen? Nee, nur auf Parkplätzen. Immer noch. Aber hier ist ja nirgendwo ein Parkplatz. Ich würde ja gerne auf einem Parkplatz schlafen. Aber ich sehe keinen Parkplatz. Seht ihr einen Parkplatz? Ah, doch, da. Da sind ja Parkplätze. So. Wunderbar. Nee, nicht aussteigen. Schlafe. Schlafen, mein Freund. 6 Uhr. Ja. Die hatten keine Chance, ja, das stimmt. Der sitzt gerade im Barsroom. Gleich können wir loslegen. Ich glaube auch, also Einbrüche sind weniger geworden wohl, wa? Jetzt hockt er nur auf dem Pott. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Gunnar, Prost! Gwen, Prost! Stinkt schon noch schön. Oh, safe. Pack mal dein Ding weg. Wo ist denn die Kiste? Black Package. Black Package, Black Package, Black Package. Black Package. Black Package. Bin ich richtig? Wo ist denn hier Black Package? Ach, da kann man sich auch verstecken. Oh, Telefon.
Muss ich die Black Package erst einmal suchen, oder was? Wird mir das nicht markiert? Oh Gott, er kommt ja gleich wieder. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gleich ein Problem. Oh! Das hätte ich gerne, mein Freund. Danke, Pulser, für 100 Stunden. Dankeschön. Was war das? Frage ist, kommt der jetzt wieder? Müssen wir uns jetzt die ganze Zeit da unten verstecken? Genau die 100 getroffen, ja, lol. Danke, Gwen, für 545. Sag mal, ihr habt ja eine Punktlandung hier. Oh, früher wurde uns das noch angezeigt, wo wir suchen müssen, ey. Projektor. Da ist es doch. Pack's weg. Nee, da komme ich noch nicht dran, Racker. Ich hab's. Na, 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 na. Und mein Rucksack ist voll. Ich hätte jetzt auch einfach so rauslaufen müssen. Ich muss ja nicht immer in mein Auto einsteigen. Das habt ihr ja auch gesehen, dass das geht. Wunderbar. Es ist so wunderschön. So, Versteck. Oh, ich habe gedacht, wir müssen da jetzt die ganze Nacht übernachten. Aber wir haben uns beeilt. 1A, Leute. 1A. So. Black Bay. Ah, den Toaster. Ja, ja, den kann ich dir geben. Huch, dass das nicht immer erzählt, gell? Na komm, geh rüber. Warum geht das nicht? Ach, weil ich voll bin, oder was? Toaster rüber. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Black Bay. Ja, Mann. $300 gemacht. Ach, einen Stick brauchen wir ja noch, ne? So, und die Black Package. Einmal Sand. Jetzt ruft er uns bestimmt an. Time to dig a bit deeper into people's belongings. Oha. Wenn wir das können.
Wie viele Punkte haben wir denn? Jammer. Pickpocket gelernt. Und dann haben wir noch ein Elektronik-Level. Das können wir auch noch lernen. So. Können wir sonst echt nichts verkaufen? Pickpocket someone random for now. We'll see how you do. I suggest going for someone less vulnerable. Not muscular, I mean. Wir müssen es jetzt also ausprobieren, ja? Pickpocketing, wie das funktioniert. An der Figur soll man es üben. Wie man an einen Menschen rangehen. Hä? Was muss ich machen? Hä? Keep at it. Witterfelder. You're too close. Success. Okay, du musst dich ein bisschen weiter wegstellen und dann musst du mit deiner Hand. Oh. 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 So beklaut man also Leute. Für den selbst brauchst du bestimmt noch einen Lehrgang bei dem Panzerknackern. Die Bank ist am Ende dann bestimmt der Geldspeichertest, ob sie alles mitnehmen kann, ja. Ja, wir brauchen für den Safe. Eigentlich die bessere Lockpick, ne? Eigentlich bessere. Die bessere Geschichte. Aber das können wir jetzt auch verkaufen hier. Die zwei Vasen und die Kopfstatue. Die haben wir auch am Start. Guck, $500 nochmal gemacht. So. Mega, was haben wir jetzt? 1821. Pickpocket someone. Oh nein. Muss ich erstmal meine Taschen leeren. Projektor. Das Wallet kann ich doch verkaufen, oder nicht? Und den Projektor braucht man ja auch nicht. Das verkaufe ich auch. Ich muss einen pocken. Pocken. Ich muss einen pocken, Leute. Juhu! Tschüss! Ich muss einen pocken, mein Freund. Oh, das wird spannend, Leute. Was du jetzt für Möglichkeiten hast, gell? Hammer! Ach du Scheiße. Sag bloß der Kerl, der hier die ganze Zeit rumläuft. Da. Den muss ich jetzt pocken, oder was? Warte kurz. No, no success.
Stop! What? Ich war zu close. Das war's gewesen. Ich war zu close. Stop! Have a time! Dude, dude. Anja! Ja, oder Eileen? Huch! Jetzt hätte ich noch überfahren. Oh nein, da vorne läuft die Polizei. Kann ich die Polizei auch pocken? Guten Tag. Okay, das war jetzt... You are under arrest. Die Polizei läuft Patrouillen? Die habe ich ja noch nie gesehen hier in der Gegend. Can't touch this. Dö, 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 dö. Oh, das ist aber schwierig, wenn die Leute laufen. Kann ich auch jemanden pocken, der nicht läuft? Weil im Laufen jemanden zu pocken ist natürlich sehr schwer. Kann ich jemanden auch so pocken? Zum Beispiel da der Karl-Heinz, der da draußen immer hockt, den wir jetzt auskundschaftet haben. Jetzt habe ich keine Pick-Dings-Booms dabei, gell? Ach, was eine Not. Ja, ob ist auch keine. Sag bloß, ist der einzige Karl-Heinz, der auf der Gas ist. Oder kann ich vielleicht den Wachtmeister pocken? Ich hatte mal die Windpocken. You are under arrest. Ich habe hier nichts getan, ich stehe nur rum. Du machst so viel Unfug, da wurde dort einer abgestellt. Woher weißt du, dass denn ich das bin? Ich bin unschuldig. Ich hätte gerne meinen Anwalt gesprochen. Also, ich glaube es nicht. Wer bin ich denn für Sie? Sehe ich für Sie nicht gut genug aus, um hier auf der Straße einfach so rumzustehen, oder was? Ich bin als Gangster verkleidet. Ich habe doch mal die Lockpick dabei. So, wo ist der Schnösel? Guten Tag. Ach, das Gebäude wird jetzt gar nicht bewacht, oder was? Doch, da. Kann ich sie auch pocken? Nö. Was ist denn das? Ah ja. Du wurdest beim Rumstehen erwischt. Haha. Dahin ist der Polizist. Das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein, oder? Oh, der sieht mich doch schon wieder gleich. Wir wollen uns Feige in der Mülltonne verkriechen, ey. Kann nicht wahr sein, oder? Sie müssen mal auf den Arme. Hoffentlich verspricht sie sich bei dem Wort Pocken mal.
vorne sind so viele Menschen. Oder auch nicht. Hier, sie pocke ich jetzt. Ich hab gepockt! Get the ATM hacking tool from Steel Gear. Ja, das werde ich tun. Ich hab gepockt, Leute. Ich hab gepockt. Ich bin jetzt aber mal weg, muss mich fertig machen, dann gleich geht's ab ins Schnitzelhaus. Oh ja, lass es dir schmecken, lass dich heute noch verwöhnen und reich beschenken, Racker. Und wir sehen uns vielleicht morgen. Bis dann. Ich habe einen Magneten im Bobbes. Yeah. Oh ja, jetzt geht's richtig rund. New Mission ist auch am Stissel. Jetzt sind wir am Start. Jetzt hier. Lockpicking. So. Jetzt geht's rund. Hier. $1000. Das ATM Hacking Tool. Und die Lockpick ist sogar günstiger. Ich müsste mal auf den Eimer. Destroy the AC Unit. Das da müssen wir kaputt machen. In Haus Nummer 101. Und immer noch den Karl-Heinz ausnocken. Okay. Kriege ich immer hin. Okay, I may let you go after this. You're a good puppet, though. Real good. Hack the ATM now and send me the cash. I will delete your files and send you the proof. Sounds fair? Oh, krass, Leute, wir müssen den Bankautomaten bestehlen. Oh mein Gott, wir müssen den Bankautomaten bestehlen. Was ist denn das? Wir müssen den Bankautomaten bestehlen vor allem. Ja, jetzt ist die Polizei am Start, guck. Die läuft jetzt Patrouille. Viel Spaß, Adunga, im Lurk. Oh, dafür brauchen wir das Basic Lock Tool. Alle mal auf den Eimer. Da ist kein
eine Kamera. In der Ecke. Okay, wir brauchen das Basic Lock Tool, Leute. Und in Haus 101. Oh, Mist, das ist das große Haus. Da müssen wir die ganzen Routinen auch auffassen, ne? Oh, oh. Knock the guard. Gut. Nur wie machen wir das, wenn die Polizei Patrouille hat, ne? Hier in der Straße. Wo ist denn die jetzt eigentlich? Die läuft gerade da hoch. Probieren wir es, wir haben hier nichts zu verlieren. Was muss ich machen? Sechs ist wahrscheinlich nicht gut, ne? Aber in der Nähe von was Gutem. Was für Kameras? Ich hab doch noch Zeit. Wo ist denn eine Kamera? Oh, fuck. Hallo? Oh, Mist. Die Polizei bewusstlos schlagen. Oh, Aileen. Das ist eine gute Idee. Wir probieren einfach mal alles aus. Sag bloß, ich muss mir echt diesen Schlagstock kaufen. Ich kann mit dem Brecheisen nicht die Polizei erschlagen, wie sie das anhört. Nein. Okay. Ist es da oben der Stromkasten für die gesamte Stadt? Ich brauche einen Schlagstock, ja. Hast du jetzt den schon gekauft? Also, hä? Ich dachte, du hast ihn jetzt bestellt. Ich denke mal, rot heißt, die Zahl ist nicht vorhanden und gelb an falscher Position. Grün wäre es dann die richtige Position. Ja, zum Beispiel. Oder dass gelb in der Nähe von grün halt ist, ne? Dass ich in der Nähe bin, aber es ist noch die falsche Zahl. Es hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Wir brauchen einen Basic Lock. Wir brauchen Basic Lock und davon mehrere. Ah, so gewinnen. Oh, wie gut. Und Prost, Fuchsgang. Klong.
Habe ich jetzt auch wirklich zwei? Ja. Zwei brauche ich auf alle Fälle. War da nicht gerade jemand? Ah, guten Tag. Sie kenne ich ja noch gar nicht. Das Teil soll ich kaputt machen. Polizei kommt gerade rum, ne? Ja. Den Schlagstock, ja, den will ich dann auch noch kaufen. Ich will erstmal den Mann. Ach, so stimmt. Nee, da müssen wir erstmal, das Dings machen. Ja. Ohne Schlagstock kann ich den Kerl jetzt ja nicht machen, ne? Sekunden Power Off. Aber wo? Nicht da. Okay, das mit der Kamera verstehe ich nicht. Die Kamera ist jetzt hier. Wo muss ich denn stehen, dass die mich nicht checkt? Hier oder was? Oh. Guck, jetzt machen wir mal so. Ja, ich brauche noch einen Moment. Mit der Drohne. Dafür hat die Drohne ja zu wenig über die Drohne. Über die Drohnen ATM knacken. Die bleibt aber dann auch immer da liegen, gell? Okay, pass auf. Dann machen wir es so.
Hä, wie kriegt man denn da? Oder muss man einfach jetzt Glück haben? Das Timing der Kamera beachten? Ich kaufe mir jetzt erstmal einen Schlagstock. Und du hast auch keine Ausdauer mehr, Leute. Merkt ihr das? Früher konntest du rennen wie ein Bekloppter vor der Polizei weg. Und jetzt hast du Ausdauerverlust hier. Ausdauerverlust. So, her mit dem Schlagstock. Es wird abgerechnet. $500. Ist mal auf den Arme. Ich hab gedacht, ich bin reich. Jetzt habe ich wieder gar kein Geld. Guten Tag. Habe ich den Schlagstock? Ja, habe ich. Dürfte ich sie mal pocken? War knapp. Ich kann nicht gut pocken, wenn ihr merkt ihr gerade, oder? So. Aber die Kamera, die ist halt... Naja, obwohl, du hast recht. Ich müsste dann von rechts hier reinrennen, anmachen und bis die Kamera dann da ist. Das ist eigentlich, ja, ich denke schon, Piratenkatze. Da kannst du mit recht haben, ja. Polizei, Moment. Kommt nicht hier hoch. Muss ja sicher als Karl-Heinz. So, das Schloss knacke ich erstmal, ne? So, jetzt ist das schon mal offen. Der Sicherheits-Karl-Heinz ist... Da. Das ist aus. Oh mein Gott, was kann man jetzt machen? Das ist ja der Knaller, hä? Mmh, geil, Jana. Ja, wir waren nicht so gut, ne? Aber wir haben es geschafft, auf Anhieb. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Basic Lockpick haben wir am Start.
Was ist denn das noch für ein Phone? Phone? Und hier haben wir ein Phone und hier haben wir auch ein Phone und hier haben wir ein Phone, ne? Das reicht uns aber nicht, gell? Lass uns noch mal ganz kurz schauen. Was das noch mal ist, was wir auf Black Bay verkaufen müssen. Das haben wir, gell? Ah, wir brauchen noch ein Telefon. Okay. Geht nicht. Dann kommt das Phone hier rüber. Und alles andere ist Ausrüstung. Unsere Taschen werden immer voller. So. Weiter geht's. Ich brauche erstmal, ich denke mal, ich kann hier rüberspringen, aber ich brauche einen Escape. Einen Escape-Weg, you know. Wo könnte ich denn da raus? Wieder auf der Hecke laufen. Ist der noch? Ach, ich brauche die Cloths. Ja, ich brauche die Cloths. Oder ist der Hund? Hallo! Bautle! Och. Tutzi! Wo ist denn jetzt die Drohne hin? Ah, jetzt habe ich sie wieder eingesteckt. Okay. Das heißt, das geht nur mit Hundefutter. Ne? Genau. Da braucht das Fleisch. Da brauche ich das Fleisch. Ich muss jetzt also die Patrouille abwarten und die Kamera. Ich verstehe es nicht. Haha. Sehr unauffällig auf der Straße stehen, mit einer Drohne über einen fremden Haus fliegen. Ja, aber Geld abheben ist kriminell, weißt du? Müsste mal alle von Arme.
Ach, guck mal, was ich gefunden habe. Ach, halt die Pappen. Ich bin von der Telekom. Hätte ja sein können, dass ich es schaffe. Easy. Die sind doch so doof. Kriegen doch gar nichts mit. Aber es ist sau schwer, ne? Also ich gebe ja, wenn ich das Spiel fertig spiele, also jetzt, ne? Ich gebe ja Bericht ab. Die wollen ja Feedback haben. Es ist schon unglaublich schwierig geworden, oder? Was sagten ihr dazu? Was findet ihr denn jetzt an der ganzen Geschichte besonders gut? Dass man eben nicht nur Häuser speziell ausrauben kann, sondern eben auch Personen oder Automaten. Ist schon realistisch, aber es ist halt jetzt sau schwer, ne? Jetzt kommt die Müllabfuhr. Hätte man das an die Polizei gecheckt. Oh Gott. Vier ist auch ganz schlecht. Ja, du kannst nur raten, oder? Oder so, wie du Taku gesagt hast, ne? Sechs. Fünf. Zwei. Sechs. Ach, geh fort. Kümmert euch um euren Mist. sechs, zwei, fünf. Zwei. Ja, einfach tauschen, ne? Nee, war auch falsch. Ich würde auch sagen, das ist so, wie du gesagt hast, Taikoro, ne? Hallo, ein Früchtchen! Servus! Liebe Grüße aus dem Homeoffice-Lurk! Ja, Mann! Viel Spaß im Lurk weiterhin! Ja, das können wir, wie gesagt, jetzt nur vermuten, Amazing Maze. Also, rot heißt, die gibt es gar nicht. Rot heißt, die gibt es gar nicht. Und ich habe gedacht, gelb bedeutet, es ist richtig, nur du musst halt vielleicht ein, zwei Stufen höher gehen. Aber ich glaube, gelb bedeutet, es ist richtig, nur so wie Taikoro gesagt hat, dass du die halt dann an der Position vertauschen musst. Die sind zwar richtig gelb, wir probieren es einfach nochmal aus. Gelb ist richtig, aber nicht an der richtigen Position. So, nochmal. 2 und 3 ist falsch. 1 ist schon mal an der richtigen Position. Also kann das hier nur die 6 sein? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht. Die 4 ist richtig. Dann machen wir hier mal die 5 hin. Und hier die 4.
Mal gucken, ob das schon richtig ist. Aha. Die 6 kommt auch nicht vor. Die 5 ist richtig. Dann machen wir hier die 5 mal hin. Und hier machen wir die 7. Oder müsste es eine andere Zahl sein? Die 8. Wir haben's! Great. Thank you for playing along. But if you thought I'll let you go here. Can't read lies. Go home now. Or don't. Just do whatever you want. But never shut off your phone. There's more work coming. Bye. Okay, das Spiel, wenn man es weiß, macht Spaß, ne? Wo, da liegt noch mehr. Warte kurz, die Polizei. Da liegt noch mehr? Was, da liegt noch was? Da komme ich rein und sie hackt erstmal. Ja, Mann, Baumbrick, Hallöchen! Okay, jetzt brauchen wir Fleisch. Steht er auch noch da? Oh, fuck. Das ist kein guter Zeitpunkt, mein Freund, wo du da stehst. Rot bedeutet, die Zahl kommt gar nicht vor. Und gelb bedeutet, die Zahl kommt vor, aber ist an falscher Position. Die Knacki Queen. Der steht falsch. Okay, nochmal ganz kurz gucken in unseren Notes. Das ist Destroy, da diese Klimaanlage. Da haben wir gar nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Und da haben wir auch nichts mehr. Gelootet haben wir aber auch nichts. Deswegen würde ich da echt gerne nochmal reingehen, um vielleicht zu gucken, was da noch liegt, weißt du? Also Zusammenfassung zum ATM-Hacken. Jede Zahl kommt nur einmal vor. Grün heißt richtig, gelb heißt falsche Position und rot die Zahl gibt es nicht. Genau. Ja. Gut zu wissen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gezwungen, zurückzugehen. Fleisch zu kaufen für den Hund. Und dann war's das, ne? Ist immer noch so lustig wie im ersten Teil. Nichts verzagen, Talku fragen, ja. Ich merke das schon. Hm, wieder falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt! Wir müssen noch mal kurz warten.
Do whatever you want. Thank you for playing the demo. Also eigentlich sind wir fertig. Cool, gell? Deswegen, gleich wenn irgendwas ist, sagt mir Bescheid. Und dann sage ich denen Bescheid. Was findet ihr besonders gut? Wie findet ihr die Grafik? Wie findet ihr die Personen? Die Polizei ist immer noch genauso doof. Irgendwie, ich fand die auch im ersten Teil ein bisschen besser vom Verhalten irgendwie so und auch vom, wie die Personen waren. Ne? Fand ich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Grafisch gut. Und natürlich toll, was man halt jetzt alles machen kann, ne? Haha. So. Ich glaube, wir könnten sogar den Kerl ausrauben, ne? Bin mir nicht sicher. So. Das bedeutet, wir hätten, glaube ich, jetzt alle drei Handys. Ja. Now and Laptop. Den könnten wir verkaufen, ne? U-Phone. Nochmal ein U-Phone damaged. Ich glaube, wir brauchen diese, ne? Kann das sein? Bei Black Bay. Nee. Nee. Das Moto Loco brauchen wir und die Ananet. Und zwei Headphones No Name. Gut, dann kann ich die ja verkaufen, ne? Das brauchen wir. Aber mit dem Stick. Das heißt, das brauchen wir. Mikrofon kann ich verkaufen. Das Laptop kann ich verkaufen. Und das Landline-Phone kann ich auch verkaufen, ne? Viele Mechaniken sind beim Spielen gleich. Lockpicken kenne ich aus Fallout und Gas Station. Ja, ja. Der Dieb steht vor der aufgebrochenen Tür und leuchtet dem Wachmann ins Gesicht. Supi. Erstmal das Telefon klauen, dann kann sich die Polizei, da kann sie die Polizei nicht rufen. Ja, Mann! Ja, dann würde ich das verkaufen. Ja. Und der Teapot. Und die Vase. Und der Pot. Und die Vase. Und Pan. Können wir nicht mehr verkaufen. Ach so, warte mal, stopp. Stimmt. Stimmt ja, warte kurz. Wir brauchen erst Fleisch. Da war jetzt nichts mehr, ne? Ja. Dogmeat. Dogmeat und die Climbing Gloves hätte ich gerne. Haben wir die jetzt auch automatisch an? Ja, anscheinend. Und das Meat haben wir auch am Start. Dann nehmen wir wieder das mit, was wir nehmen können.
Können wir jetzt auch mehr mitnehmen oder was? Nee. So. Ab zum Händler. Fandet ihr das Haus und wie das alles aufgebaut war? War es realistischer im ersten Teil? Hallo. Hallo. Ja, Mann. Wie viel Geld haben wir? 2866. $15,000. Danke fürs Speichern. So, liegt der Hund immer noch da? Nee. Sind die nicht ein bisschen zu? Habe ich den Hund erschlagen? Der Hund hat auch seine Routine anscheinend, ja. Habe ich den Hund erschlagen? Eine Runde Mitleid. Oh. Danke. Problem ist nur, ich sehe halt nichts. Was bin ich? Sind da doch Kameras? Springen ist zu laut, das weiß doch jeder Dieb. Ach, Taiguru, sag doch sowas nicht. Sie sind auffällig, nicht ich. Sie. Und du musst jeden antippen, ne?
Jede drei der Personen musst du antippen. Im ersten Teil musstest du nur eine Person antippen, ne? Ach du Scheiße. Wir werden dem Hund sehr wahrscheinlich jetzt direkt ins Genick springen. Oder der Polizei. Sehr hellhörig. Sehr hellhörig. Und wie Bill Crystal Nano. Keine Ahnung, wo der Hund ist. Der Zwerg ist cool. Den Gartenzwerg mitnehmen, oder? Finde ich auch. Guter Wachhund, guter Wachhund. Bin ich in der Safe Zone oder was? Oh, ist der süß. Freeze. Ups. Sag mal, wo kommt der Hund her? Aus dem Haus, ne? Da geht's auch noch mal hoch. Doch, ich hab Fleisch dabei. Der Hund ist ja nicht da. Du hast ihn schon zweimal gesehen? Wie eben gerade oder was? Ja, wir waren fast verstellt. Fast verstellt. So, was haben wir denn jetzt alles noch dabei? Dogmeat. Wir probieren noch mal einmal. Wir haben jetzt alles erfüllt. Wir probieren aber jetzt einmal noch mal
da reinzukommen. Und dafür wissen wir eigentlich noch viel zu wenig über das Haus, ne? Eigentlich wissen wir viel zu wenig über das Haus. Warum ist mein Rucksack so voll? Kann ich ja gar nichts mitnehmen. Guten Tag. Servus. Ach, da ist er ja. Meinst du, der kriegt das mit? Was muss ich machen? Ach so, stimmt. Ach, Hund! Kommt. Führt euch doch nicht so auf. Ach, Quatsch. Nee, das kann ich gar nicht machen, Dummi. Auch wenn ich wollte. Ich habe aus Reflex auch schon draufgehauen. Das tut mir so leid. Aber das klappt nicht. Ja. Also, die Drohne sehe ich für sinnlos an, irgendwie. So, und jetzt? Dogmeat. Droppen. Es geht nicht mehr so wie früher. Jetzt muss ich ihn klicken. Eins ist es auch nicht. Enter. Nö. Nö. Wie kann ich das aktivieren? So schiebe ich es weiter. So beende ich es. Wie funktioniert das noch gar nicht? Doch, man muss ja irgendwie reinkommen. Mir wird keine richtige Einbrecherin. Ach Quatsch. Och. Nur ich krieg das halt hier irgendwie nicht hin, ne? Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Hab die Taste gefunden. Oh.
bin ich gespannt. Der Hund steht vorm Bett. Rafft die Polizei, dass ich unter dem Bett stecke? You are under arrest. Ah, okay. Dann ist es doch nicht so doof. Deshalb bricht man nachts ein. Ja, aber tagsüber erwartet es ja keiner, Talgo, weißt du? Und die meisten Einbrechen sind tagsüber. Musst du mal googeln. Ja, wenn sie deinen Hund vergiftet haben, gell? Das Spiel ist der Knaller. Das Spiel ist doch der Knaller, oder? Mit Hunden sogar. Du kannst Leute ausrauben. Du kannst Bankautomat. Also Bankautomat ist ja mein Favorit. Finde ich ja mega. Nachts, wenn weniger Bewegung im Haus ist. Ja, das stimmt. Das kann man dann machen, ne? Ich finde halt die das Auskundschaften von den Leuten jetzt sehr, sehr schwierig. Du bist wahrscheinlich echt gezwungen, so eine Kamera in den Briefkasten zu stecken. Weil ich finde das mit der Drohne ganz, ganz schlecht gemacht. Da liegt jetzt der Hund. Guck mal, ich kann den nicht antippen. Guck, ich kann den nicht antippen. Also das mit der Drohne funktioniert nicht. Guck, ich kann den nicht antippen. Klappt nicht. Deswegen, also... Ich weiß nicht, wie das gedacht ist, wie das gemeint ist, aber es funktioniert nicht. Aber alles andere finde ich eigentlich sehr, sehr gut durchdacht. Grafisch ist es auch geil.